Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit verschiedenen afrikanischen Staaten und Regionalbündnissen sind ein wichtiger und längst überfälliger Schritt, um unsere Handelsbeziehungen breiter aufzustellen. Auch die Änderung des Abkommens über die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zur Erhöhung des Ausleihkapazitäten der Bank begrüßen wir. Die vorliegende Satzungsänderung hebt die bisherige starre Ausleihbegrenzung der Bank auf und erhöht damit den Spielraum der Bank erheblich. Diese erhöhte Flexibilität wird in Zeiten weltweiter Krisen benötigt, um eine nachhaltige Entwicklung zu finanzieren. Es freut uns, dass die Bundesregierung und die zuständige Ministerin nach unserer kleinen Anfrage im März dieses Jahres nun die ausverhandelten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den afrikanischen Staaten und Regionalbündnissen endlich zur Ratifizierung im Deutschen Bundestag vorlegt. Und man möchte der Regierung und auch der Koalition sagen, sie tun sich einen Gefallen, wenn sie häufiger unseren Anregungen folgen. Bereits mit unserem Entwurf eines Handelsoffensive-Gesetzes haben wir dem Deutschen Bundestag die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zur Ratifizierung vorgeschlagen und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, zudem die Möglichkeit eröffnet, auch einmal über die Investitionsschutzabkommen mit Vietnam und Singapur zu sprechen. Und es lohnt sich ein Blick in die damalige Debatte, insbesondere auf die Rede vom Kollegen Töns von der SPD, der heute, glaube ich, leider nicht da ist. Schade, denn ich zitiere ihn, Vertragspartei Zentralafrika, wir wollen das gerade ratifizieren, aber derzeit ist es nicht möglich. Und wenn er da wäre, hätte ich ihn wirklich gerne gefragt, was sich in den letzten 3 Monaten geändert hat, außer dem Datum und vielleicht der Jahreszeit. Und ich zitiere ihn weiter, Interims-Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und Ghana. Ratifiziert hat es bisher so gut wie kein europäisches Land, weil es auch hier gilt, Probleme auszuräumen. Und man möchte ihn fragen, haben Sie Ihre Probleme damit in den letzten 3 Monaten ausgeräumt? Was ist denn in diesen 3 Monaten genau passiert? Damals hat er dann auch noch das Verfahren kritisiert und heute sprechen wir über genau diese Abkommen mit unterschiedlichen Regionen und dazu auch noch über das Abkommen über die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Und es wird halt einfach eins klar, seitdem ist gar nichts Besonderes passiert. Man wollte unserem Entwurf einfach nicht zustimmen. Und es wäre aber das Richtige gewesen, wenn Sie von der Koalition nach der Debatte hier im Haus über Ihren Schatten und die Festlegung Ihres Koalitionsvertrages gesprungen wären und auch die fertigen Investitionsschutzabkommen mit Vietnam und Singapur endlich zur Ratifizierung freigegeben hätten. Genauso wie Sie bei CETA, für das Sie sich bei jeder Gelegenheit selbst beglückwünschen. Und Ihr Argument, dass Sie bei CETA die Auslegung von materiell-rechtlichen Investitionsschutzstandards nachverhandelt haben und es dies bei Investitionsschutzabkommen mit Vietnam und Singapur nicht gäbe, das trägt einfach nicht. Die Bundesregierung könnte diesbezüglich die Initiative ergreifen, aber das können Sie nicht, das wollen Sie nicht, weil Sie handlungsunfähig sind. Investitionsschutzabkommen gehören genauso wie Freihandelsabkommen zu den wichtigsten Grundlagen, wenn wir von unserer Wirtschaft einfordern, ihre Lieferketten zu diversifizieren. Wir stimmen Ihren Gesetzentwürfen heute zu, geben sich einen Ruck, tun Sie endlich das Richtige und ratifizieren Sie auch die Abkommen mit Vietnam und Singapur. Herzlichen Dank.